Das sogenannte Deutsche Forum feierte die Reichsgründung in Hannover. Vertreten war das mittlere Establishment der Rechten, vertriebenen Funktionäre, die Nationalliberale Aktion, der Kyffhäuserbund und andere Soldatenvereine. Die Festrede hielt der Erlanger Historiker Professor Hans-Joachim Schöps. Deutsche Politik, die nicht völlig aus der Tradition herausgefallen ist, wird sich nur von dem 1871 gegründeten Reich her legitimieren können. Ihr innerer Auftrag kann nur sein, hier sinngerecht anzuknüpfen, um bleibende Werte in die Zukunft, das heißt in neue Gestaltungen und Formen hinein, zu übernehmen. Diese Aufgabe ist noch weithin ungelöst. Heute fehlt uns ein Staatsmann bismarckschen Formats. Auch wenn ein Staatsmann mit solchen Konzeptionen vielleicht die Bonner erschrecken würde, wird man auf sein Erscheinen warten müssen. Solange es ihn nicht gibt, ist es heilsam, an die Gestalt Otto von Bismarcks und an sein Werk zu erinnern. Die geschichtliche Situation, in der er aufgetreten war, ist längst vergangen. Aber der Auftrag zur Reichswiederbegründung, der lebt fort. Ganz anders, weit von den Niederungen des Volkes gedachten Adel und Großbürgertum bei Sekt und kalter Ente, ungestört in erlauchter Runde des Zollernkreises der Reichsgründung. Der Zollernkreis führt diejenigen zusammen, die sich heute noch preußisch-deutscher Tradition aufs Engste verbunden fühlen. Der festliche Empfang wurde überstrahlt durch die Anwesenheit seiner kaiserlichen Hoheit, Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Es sind jedenfalls 100 Jahre, auf die wir, oder jedenfalls einen großen Teil dieser Jahre, auf den wir sehr stolz sein können. Ich wünsche dem deutschen Volk, dass es wieder zusammenfindet, aber dass außerdem alle Europäer zusammenkommen, und zwar in einer höheren übernationalen Ordnung. Heute Morgen erwies die CDU-Prominenz zuerst den Nachfahren des Eisernen Kanzlers, dann dem Reichsgründer selbst Referenz. Im Mausoleum in Friedrichsruh legte Ex-Bundeskanzler Kiesinger einen Kranz nieder. Mit dem Feind der Sozialdemokratie, mit dem Gegner von einst, machte auch die SPD ihren Frieden. Nach Friedrichsruh entsandte sie den Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke.